Ein Kohleprodukt. Unser synthetischer Gummi, das deutsche Buna, wird aus Kohle gewonnen. Alle diese Industrien mit ihren Erzeugnissen und Berufen wären aber nicht da, wenn der Facharbeiter nicht wäre, der die Kohle ans Tageslicht förderte, der deutsche Bergmann. Damit die wichtigsten Berufe den notwendigen Nachwuchs erhalten, regeln die Arbeitsämter den Berufseinsatz der gesamten Jugend. Schon lange vor der Schulentlassung gibt der Berufsberater den Schülern und Eltern ein Bild über den Berufseinsatz. Er geht dabei aus von den Berufsmöglichkeiten unserer Heimat. Und er muss manche kühne Vorstellungen der Eltern und Jungen zerstreuen. Es ist seine Aufgabe, den starken Andrang zu den modernen Berufen zu steuern und auf die bodenständigen Berufe unserer Heimat hinzuweisen. Der Bergbau wird hierbei in seiner Wichtigkeit besonders hervorgehoben. Gerade er braucht tüchtige Facharbeiter. Unsere Schulentlassenen sollten daher gern diesen aussichtsreichen Beruf ergreifen. In der Berufsberatungsstelle der Arbeitsämter ist im ganzen Jahr, besonders aber zwischen Weihnachten und Ostern, reger Verkehr. Schon in den Warteräumen wird durch Werbeschriften auf die hauptsächlichsten Berufe aufmerksam gemacht. In der Einzelberatung gibt der Berufsberater Eltern und Jungen Ratschläge, welcher Beruf für den Jungen am günstigsten ist. Will Ihr Junge nicht Bergmann werden? Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Mein Junge wird kein Bergmann. Er soll ein Facharbeiter werden. Was sagen Sie da? Der Bergmann wäre kein Facharbeiter? Da sind Sie aber völlig falsch unterrichtet. Hören Sie einmal zu, ich will Ihnen mal das Leben und die Ausbildung des Berglehrlings schildern. Gerade der Bergbau erfordert eine besonders hochwertige Fachausbildung. Dies schöne Gebäude ist die Lehrwerkstatt einer Ruhrzeche. Jede größere Zeche hat eine Lehrwerkstatt. Die Lehrausbildung wird von einem Ausbildungsleiter und einem Stamm ausgesuchter Ausbilder durchgeführt. Bei der Einstellung wird ein Lehrvertrag wie in jeder anderen Industrie- oder Handwerkerlehre abgeschlossen. Vor jeder Schicht findet ein Morgenappell statt. Er vereinigt Ausbilder und Lehrlinge miteinander. Dem Lehrling wird nicht nur das notwendige berufliche Können vermittelt, sondern er wird auch zum brauchbaren, ganzen Kerl erzogen. Sauber, ordnungsliebend, selbstbewusst und fachlich tüchtig. Alles, was für den späteren Hauer von Nutzen ist, lernt der Berglehrling während seiner dreijährigen Ausbildungszeit. Schauen Sie sich einmal zuerst die zweijährige praktische Ausbildung über Tage an. Hier in der Schmiede erlernt der Lehrling die Anfertigung und Wiederherstellung der verschiedenartigsten Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Die Werkzeuge, mit denen der Bergmann unter Tage arbeitet, nennt er Gezähe. Thank you.
Aber auch für sein leibliches Wohl sorgt die Zeche. Täglich erhält jeder Junge zum Frühstück eine Flasche Milch oder Kakao, die von der Zechenverwaltung zusätzlich kostenlos geliefert wird. Das alles wird in der Gezeheschmiede angefertigt und wiederhergestellt. Das Schleifen, Feilen, Schärfen und Richten der verschiedenartigsten Gezähestücke, die unter Tage gebraucht werden, alles das will gelernt sein. Auch in der Schlosserei, am Schraubstock, muss der zünftige Bergmann fertig werden können. Die Wiederherstellung eines Abbauhammers ist für ihn besonders lehrreich, weil der Abbauhammer das wichtigste Gezähe des Hauers ist. So, nun wird er geprüft, er läuft wieder. Auch Pumpen- und Rutschenmotoren werden wieder betriebsfertig gemacht. Der Lehrling gewinnt so einen Einblick in den Bau und die Arbeitsweise der Bergwerksmaschinen, die er später bedienen soll. Alle 3 bis 4 Monate wechselt er seinen Arbeitsplatz, weil er nicht ein halber Schlosser oder Schmied, sondern ein tüchtiger Hauer, ein Facharbeiter werden soll, der mit Eisen und Holz umgehen kann. In der Schreinerei erlernen die Berglehrlinge die richtige Holzbearbeitung. Thank you.
jeder Lehrling bekommt das Mittagessen von der Zeche zu einem Preis von 30 Pfennig. Dafür gibt es aber nicht nur einen Topf, sondern täglich eine Suppe und Einzelgerichte. In einem großen, sauberen Speisesaal kommt der Lehrling in der Mittagspause, nachdem er sich gewaschen hat, an den fertig gedeckten Tisch, genauso wie zu Hause. Drum esse jeder, was er kann. Ran! Wer mit diesem Speisezettel fertig werden kann, muss schon einen wirklich guten Appetit haben. Man sieht, wie der Ausbildungssteiger sich freut, dass es seinen Jungen so gut schmeckt. Bei dieser Betreuung kann sich eine kräftige und gesunde Jugend entwickeln. Der Berglehrling wird an den verschiedenen Betriebspunkten des Tagesbetriebes eingesetzt. Dadurch wird ihm ein Überblick über das Zusammenarbeiten der einzelnen Betriebsabteilungen und über die Aufgaben des gesamten Betriebes über Tage vermittelt. Am Leseband klopft er Steine aus den Kohlen. Auf dem Holzplatz wird das Holz nach Sorten getrennt und bearbeitet, ehe es dem Untertagebetrieb zugeführt wird. Später kommt der Berglehrling an die Verladung, in die Lampenstube, auf die Hängebank und in das Magazin. Ohne körperliche Ertüchtigung ist die Schaffung eines gesunden und frohen Menschen nicht denkbar. Der Sport in der Gemeinschaft bindet die Jungen fest aneinander. Darum ist er auch ausgerichtet auf die Erziehung zur Kameradschaft und Einsatzbereitschaft. Eigenschaften, die jeden echten Bergmann auszeichnen. Thank you.
Ja, das ist eine Mannschaft. Ordentlich und selbstbewusst. Ein tüchtiger Sportlehrer sorgt für die gute Ausbildung in allen Sportarten. Und dann das Schwimmen. Im herrlichen Freibad bildet der Schwimmlehrer unsere Jugend aus. Jeder Lehrling freut sich, besonders an heißen Sommertagen, auf dieses Bad im eigenen Schwimmbecken der Lehrwerkstatt. Das erfrischt den Körper und gibt ihm Spannkraft. Na, was meinen Sie nun? Ist die Ausbildung nun nicht gut? Ja, wie sieht es aber unter Tage aus? Was Sie mir da erzählt haben, spielt sich ja alles über Tage ab. Nun werde ich Ihnen mal die Lehrausbildung und die Arbeit unter Tage schildern. Schon während der Ausbildung über Tage macht der Berglehrling Lehrfahrten unter Tage unter der sachkundigen Leitung eines Ausbildungssteigers. Bevor der Junge nach seiner zweijährigen Übertageausbildung im dritten Lehrjahr, frühestens mit 16 Jahren, nach Untertage verlegt wird, wird er vom Arzt aufs Genaueste untersucht, ob er auch tauglich ist. Körperlich ungeeignete Lehrlinge kommen nicht in die Grube. Auch während der ganzen Ausbildungszeit wird der Lehrling laufend durch den Betriebsarzt gesundheitlich betreut. Für die Berglehrlinge beginnt nun der wichtigste Teil ihrer Ausbildung in der Grube. Mit erwartungsfrohem Herzen geht es zusammen mit den Hauern die hohe Treppe hinauf zur Hängebank, um im Schacht anzufahren. Die Ausbildungshauer besteigen mit den Lehrlingen den Förderkorb. Seilfahrt beginnt. Ruhig und sicher gleitet der Förderkorb in die Tiefe. Die stählernen Förderseile führen über die Seilscheiben in das Maschinenhaus, wo der Fördermaschinist die Fördermaschine bedient. Unten angekommen, verlassen die Bergleute den Förderkorb und gehen zum Personenbahnhof.
ein neues Erlebnis bedeutet die erste Fahrt mit dem Zug, der die Bergleute schnell an ihre oft entfernt liegenden Arbeitsplätze bringt. So geht es in schneller Fahrt durch die Grubenbaue. Unter Begleitung des Ausbildungshauers kommen die Jungen bald an ihre Arbeitsstelle. Nun die Jacke aus, die Ausbildungstätigkeit unter Tage kann beginnen. Die reibungslose Kohlenförderung ist nur möglich, wenn die Schienen gut verlegt sind. Die Schienen müssen sölig liegen und die Schwellen müssen gut in die Streckensohle verlegt sein. Mit Wasserwaage und Schienenmaß erfolgt die Nachprüfung. Die sorgfältige Ausführung des Streckenbaus ist für die Grubensicherheit von großer Bedeutung. So wird ein Türstock hergestellt. Hier wird ein Bühnenloch gemacht, in das der Stoßstempel gesetzt wird. Vorher wird Maß genommen. Der Stempel darf weder zu kurz noch zu lang sein. Man sieht, es sind gute Facharbeiterkenntnisse erforderlich, um den Streckenausbau sachgemäß auszuführen. Das sind nur Vorübungen. Später muss es das Augenmaß schaffen. Nun wird der Stempel angeschärft, damit er in die Sohle eindringen und dem späteren Gebirgsdruck nachgeben kann.
Der Türstock ist fertig. Bald kommt der Lehrling an die Kohle heran. Hier sind Ausbildungshauer und Lehrling vor Ort. Mit der Bohrmaschine wird ein Bohrloch für die Schießarbeit hergestellt. Die richtige Handhabung des Abbauhammers will gelernt sein. Fritz, nun versuch du mal. Man sieht, es ist gar nicht so schwer, wie mancher glaubt. Das Schaufeln der Kohle vor Ort ist nicht einfach. Die richtige Haltung und der planvolle Einsatz der Arbeitskraft sind wichtig. So wird das gemacht, mein Junge. Na, wer sagt's denn? Jetzt geht's schon besser. Die Arbeit am Stein ist heute einfacher und leichter. Mit dem Bohrhammer wird zugleich Wasser in das Bohrloch gespült. Hierbei kann sich kein Steinstaub mehr entwickeln. Erkrankungen durch Gesteinsstaub gibt es nicht mehr. Das Buttern ist eine der wichtigsten und angenehmsten Arbeiten unter Tage. Man sieht es den zufriedenen Gesichtern der Lehrlinge an, dass es ihnen schmeckt. Da wirft er den Wagen von den Schienen. Wie dumm der Junge sich wieder anstellt. Pass mal auf, wie spielend leicht es gemacht wird. Überall muss unter Tage frische Luft vorhanden sein. Die Berglehrlinge bringen Wetterlutten an der Streckenzimmerung an. Durch die Lutten wird frische Luft an die Betriebspunkte gebracht.
Die einzelnen Förderwagen werden angeknebelt und zu einem Kohlenzug zusammengestellt. Damit die Zusammenarbeit unter Tage überall klappt, sind für die wichtigsten Betriebsabteilungen Fernsprecher eingesetzt. Die Haspelbedienung muss geübt werden. Der Lehrling zieht mit dem Haspel einen Zug vor. Wenn der Lehrling unter Tage ausgebildet ist, wird er mit selbstständigen Arbeiten in der Förderung und in der Gewinnung beauftragt. Wie geht es nun hierbei zu? Die Maschinen sind aus dem Bergbau überhaupt nicht mehr wegzudenken. Sie sollen dem Hauer die schwere Arbeit abnehmen. Daher sieht er auch in den ihm anvertrauten Maschinen, die er bedient, seine treuesten Helfer. Die Schremmmaschine soll die Kohlengewinnung erleichtern. Sie hat eine mit scharfen Meißeln besetzte Kette, die an einem schwenkbaren Arm rasch umläuft. So wird der Kohlenstoß unterschremmt. Die Kohle wird in ihrem Gefüge gelockert, sodass sie leichter gewinnbar ist. Die Schremmmaschine unterschremmt die ganze Abbaufront. Die richtige Aufstellung, Einrichtung und Handhabung solcher Maschinen können, genau wie die Behebung kleinerer Schäden, nur von einem tüchtigen Facharbeiter ausgeführt werden. Nach dem Unterschrämen immer noch zu fest, wird sie durch Schießarbeit gelöst. Hier wird die Kohle im Streb gewonnen. In der Regel wird die Kohle mit dem Abbauhammer losgemacht. Die gewonnene Kohle wird mit Förderbändern und Schüttelrutschen den Ladestellen zugeführt.
Leerzüge werden an den Ladestellen mit Kohlen gefüllt. Die Lokomotive bringt die langen Kohlenzüge durch die Baue zum Schacht, wo die Wagen mit der Schachtförderung zutage gebracht werden. Über Tage auf der Hängebank angekommen, werden die Wagen abgezogen und der Verladung zugeführt. Und fahren aus. Und Untertagebetrieben waschen sich nach der Schicht in der Schwarz-Weiß-Kaue für Lehrlinge. Die Hilfe ist dreimal so hoch wie bei jedem anderen Lehrling. Im ersten Lehrjahr mit 14 Jahren erhalten Sie 60 Mark im Monat. Im zweiten Lehrjahr mit 15 Jahren 72 Mark. Und im dritten Lehrjahr mit 16 Jahren Untertage sogar 108 Mark im Monat. Es ist 15.30 Uhr, für heute ist Schicht. Besonders sorgfältig ist die Schulausbildung. Ein ganzer Tag in der Woche ist der Lehrschicht gewidmet, die mit dem vollen Lohn vergütet wird. In dem vierstündigen Berufsschulunterricht und in der zweistündigen Werksunterweisung wird den Jungen alles Wissenswerte auf dem Gebiet der Staatsbürgerkunde, Bergbaukunde, Werkstockkunde, der Unfallverhütung und des Fachzeichnens beigebracht.
Als Abschluss seiner dreijährigen Ausbildung legt der Berglehrling die Knappenprüfung ab. Die Gesamtausbildung wird mit der Hauerprüfung beendet. Der Vertreter der Bergbehörde beglückwünscht die jungen Hauer. Bei Bewährung kann der Hauer später Ortsältester, Rutschenmeister, Förderaufseher und Meisterhauer werden. Besonders tüchtige Hauer werden als Fahrhauer angestellt. Die Jungen, die Beamte werden wollen, besuchen ein oder ein halbes Jahr die Bergvorschule und anschließend daran 2 Jahre die Bergschule. Wer kennt nicht unsere Bergschüler, die in ihren schmucken, traditionellen Uniformen das Bild unserer Industriestädte beleben? Hier ist Unterricht in einer Grubensteigerklasse. Die Ausbildung ist völlig kostenlos. Außerdem geht der volle Verdienst bei kürzerer Arbeitszeit weiter. Lagerungsverhältnisse der Kohle in der engeren und weiteren Heimat muss besonders heute jeder Grubenbeamte kennen. Die Steigerprüfung bestanden. 22 Jahre alt sind sie. Mit stolzem Selbstgefühl melden sie sich nun als Beamte bei ihrem Betriebsführer. Besonders strebsame und tüchtige Steiger besuchen die Oberklasse der Bergschule. Hier sehen wir Schüler der Oberklasse beim Studium des Modells einer Schachtanlage im Bochumer Bergbaumuseum. Nach erfolgreichem Besuch dieses einjährigen Lehrganges besteht die Möglichkeit, Oberbeamter zu werden und bis zum Betriebsführer aufzurücken. Der Unterricht über die Entstehung der Steinkohle fesselt die Bergschüler besonders. So sahen in der Urzeit die Wälder unserer Heimat aus, die durch Jahrtausende zu Kohle geworden sind. Die Bergschule vermittelt auch Sonderausbildungen. Die Ausbildung zum Elektrosteiger dauert 2,5 Jahre. Tüchtige Maschinensteiger bringt die Maschinensteigerklasse hervor. In 3 Jahren sind auch sie soweit. Der Vermessungssteiger wird in einem Sonderlehrgang von 2 Jahren herangebildet. Durch eisernen Willen, Energie und Tatkraft ist mancher Bergmann, der in seiner Jugend als unbekannter Knappe begann, zu den höchsten Stellungen im Bergbau aufgestiegen.
Noch heute werden große Bergbaugesellschaften von solchen Männern geführt. Glauben Sie jetzt nicht auch, dass dieser Beruf etwas für Ihren Jungen wäre? Wenn das so ist, dann ja. Ja, so ist es richtig. Es wissen eben die wenigsten. Der Bergmannsberuf ist ein abwechslungsreicher und schöner Lehrberuf mit besonders guten Aufstiegsmöglichkeiten und einem besonders hohen Verdienst. Hier ist die Zuweisungskarte und alles Gute. Herr Hitler? Heil Hitler, Glück auf! Nach vollendeter Ausbildung wird dem jungen Bergmann Gelegenheit geboten, sich selbst ein Heim in den schönen Zechensiedlungen zu gründen. Auch für die Kinder des Bergmannes ist gesorgt. Dieses schöne Heim mitten im Grünen ist nur für die Kleinsten geschaffen. Die Gefahren der Straßen der Großstadt kennen diese Kinder nicht. Bergmann erfreut sich seit jeher einer geachteten Stellung im öffentlichen Leben. Die alten Bergfeste mit ihren feierlichen Aufzügen waren große Ereignisse, an denen die ganze Bevölkerung teilnahm. Die prächtigen Uniformen gaben hierbei ein malerisches Bild. So soll es wieder werden. Ein Stand der Ehre und des Ansehens. Ein deutscher Beruf mit deutschen Arbeitern.